In Spanien hat heute die Regierung den Weg für die Ablöse von König Juan Carlos durch seinen Sohn Felipe freigemacht. Sie hat einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der jetzt noch vom Parlament beschlossen werden muss. Heute haben sich Juan Carlos und Kronprinz Felipe erstmals nach der Bekanntgabe des Rücktritts öffentlich gezeigt. Sie haben an einer Militärzeremonie in Madrid teilgenommen. Wann die Hofübergabe genau über die Bühne geht, das ist noch unklar. Spanische Medien spekulieren über einen Termin in etwa 2 Wochen. In ganz Spanien haben gestern Abend tausende Menschen für die Abschaffung der Demokratie demonstriert.